Ich habe irgendwann in einem Arbeitsprozess gemerkt, dass ich immer wuseliger wurde. Ich wurde immer schneller, aber dadurch auch immer oberflächlicher. So ein bisschen, ich sag mal, bei Computer-Nerds sieht man das ja manchmal, die wuseln und zack, zack, zack. Und dann gehen sie aus der Arbeit und wuseln rum und sind so zack und setzen sich hin und sofort wieder. Und so war ich dann auch plötzlich drauf und habe das so an mir wahrgenommen und habe gemerkt, dass mir das auch gar keinen Spaß mehr macht. Manche sagen ja, Burnout ist eher so eine erfundene Krankheit. Ich denke, das ist ein neues Wort für etwas, was es immer schon gab. Stress, Belastung, Überlastung. Die Gründe sind ja vielfältig. Es ist nicht nur, wenn einer Arbeit hat, dass er dann sich manchmal überlasten kann. Auch wenn einer keine Arbeit hat, aber kaum Geld hat, gerät er auch schnell in Stress. Ja? Es sind ja auch Ängste, die uns so wuselig und nervös machen. Eine Krise kann der Beginn sein für ein völlig neues Leben, weil man aus einer Krise natürlich Dinge lernt, die man so nie hätte lernen können. In meinem Fall war es eine Krebserkrankung. Dadurch habe ich gelernt und verstanden, wie wichtig es ist, wieder in meinem Herzen anzukommen, ja, meinen Frieden zu finden und herauszufinden, was ich wirklich von Herzen will.